Ja, hallo liebe Gisela, ich sag kurz eine Information, ich gebe einen Stream kurz, dass ihr Bescheid wisst. Ihr wisst, seit gestern bin ich in Berlin. Die Reise war sehr gut, hat alles super geklappt. Ich hatte ein super Gespräch, hatte einen super Fahrpartner, der mich auch heil angebracht hat. Ja, ich bin wie gesagt jetzt in Berlin, seit gestern Abend. Einige wissen es, ich war gestern Abend dann Überraschungsgast bei Nature im Stream. Wir haben ziemlich lange noch geredet, bis gestern Abend oder heute Nacht um 2, glaube ich. Ja, in der Zeit habe ich dann die Luftmatratze aufgebummt mit dem Mund. Das war für mich eine Höchstleistung, 2 Stunden lang. Ja, das war dann, dass ich wirklich irgendwann gesagt habe, oh, jetzt wird es mir schwindelig, ich muss mal langsam machen. Aber es war eigentlich ganz gut, wir haben gute Gespräche gehabt, wir haben auch den ersten Teil unserer Theorie gestern Abend noch vorm Stream gemacht, 2 Stunden lang. Wo habe ich das Mikrofon zugehalten? Ich hoffe, so ist es besser. 2 Stunden lang Theorie-Teil zum Thema der Auftrag Jesus an uns und wie sollte man sich vorbereiten, wie sollte man umgehen, wie haben die Apostel sich vorbereitet, wie hat Jesus sie darauf vorbereitet und so weiter. Ganz interessante Themen, Nature hat da super Sachen ausgearbeitet, war sehr spannend. Wir haben aber nur die Hälfte geschafft, denn dann ging der Stream los. Ja, der Stream nach 2 Uhr, könnt ihr euch anschauen, was da war. Nate hat mich einige Sachen gefragt, wir haben einige Streams gemacht, einige Themen besprochen. Die Qualität war, glaube ich, nicht so gut, weil wir ein Raummikrofon hatten. Ich hoffe, man konnte trotzdem einiges verstehen. Ja, heute ging es dann los. Ich habe heute Nacht dann geschlafen, also nicht so viel, ich glaube 4 oder 5 Stunden geschlafen. Heute früh um 8:30 ging es dann, oder um 8:30 ging es wieder los. Waren die ersten Leute da in der Gemeinde, dann haben wir viel geredet, viel gesprochen, viel ausgetauscht, Ideen und Zielsetzungen nochmal besprochen, ja, was ist in der Gemeinde, wie geht's gemeindetechnisch, wie geht's glaubenstechnisch, wie geht's im Internet und so weiter, natürlich viele Themen besprochen, die so anstanden. Dann um 11, 12 rum ging es dann langsam los, um 1 ging dann die Dora-Lesung, begann die Dora-Lesung, die ging bis jetzt. Bis um 18 Uhr, kurz 19 Uhr, die ganze Sache. Also es ging recht lange, obwohl es gar nicht so viel war, aber es gab viel Gesprächsbedarf und somit hat das Ganze etwas länger gedauert. Ich habe einige Leute kennengelernt von, oder viele Leute kennengelernt persönlich von Natures Gemeinde. Sehr interessante Menschen, liebe Menschen, eine super Gemeinschaft. Also es hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Tolle Gemeinschaft, tolle Gemeinde. Ja, und jetzt sind wir im zweiten Teil eigentlich zum Thema Auftrag Jesu für uns Christen. Und da jetzt aber so viele Zuhörer da sind, die sich auch dafür interessieren, was ich super finde, weil das zeigt eben das Herz, wir sollen nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Wortes sein. Und es waren jetzt so viele Leute noch da geblieben, obwohl wir schon seit um 1 Uhr hier sitzen und eben Dora-Lesung machen und Bibelauslegung, dass ich gesagt habe, Nature, fang von vorne an. Das ist so gut. Fang von vorne das ganze Thema an. Ich gehe kurz raus, ich mache kurz ein Video für mich. Ich tue mal Sauerstoff tanken. Wie gesagt, nicht so viel geschlafen. Bin auch wirklich richtig kaputt. Ja, aber ich bin ja nicht hier, um Urlaub zu machen. Also, ihr wisst, was ich meine. Ja, und deswegen ist es jetzt so, dass der erste Part läuft. Und ich werde dann dazukommen und werde dann diesen Part eben mir nochmal anhören zum Teil und dann eben den zweiten Part mitnehmen. Ich denke, wir werden heute locker bis um 11. Ich gehe eher davon aus, es wird 12 werden. Nature spielt mir den Gedanken, vielleicht wird es auch nur 10:30, aber ja, wir kennen Nature. Wenn der mal im Flow ist, dann wird es nichts mit 10:30. Ja, und ich kenne natürlich auch mich. Mir juckt gerade die Nase. Ja, ich kenne auch mich, das heißt, ich kann dann auch nicht meinen Mund halten, wenn irgendwas ist und muss noch fragen und habe noch andere Ideen und deswegen gehe ich davon aus, es wird nach 11 werden. Ja, und dann hoffe ich, dass ich ins Bett komme und mindestens meine 6 oder 7 Stunden Schlaf bekomme, denn morgen früh geht's los, da werde ich mit Colonel gemeinsam eine Gemeinde besuchen. Wir werden gemeinsam eine Gemeinde infiltrieren. Nein, nicht infiltrieren, einfach Spaß haben, Kontakte haben mit anderen Christen. Ich bin da auch sehr gespannt drauf. Und zwar geht es dann los um 10, circa, kurz vor 10 werden wir losfahren. Wahrscheinlich 9:30 eher, um pünktlich zu kommen. Und um 1 müssen wir hier sein, denn um 1 treffe ich mich mit Nature und dann geht's los. Dann wird die Theorie, die wir gestern und heute aufgesaugt haben, in die Praxis umgesetzt. Und davon werde ich euch mehr erzählen, wenn es vorbei ist. Wobei ich noch nicht weiß, wie viel ich euch erzähle. Vielleicht reden wir auch im Stream dann erst drüber.
Aber so ungefähr mal grob ein Feedback, dass ihr wisst, wie es los ist, was los ist. Mir geht's gut. Nature, viele werden sich fragen, wie schaut Nature aus? Forrest, hast du ein Foto gemacht? Ich kann euch schon mal was verraten. Ein Geheimnis, was ich lüften möchte. Wie sieht Nature aus? Er hat zwei Arme, zwei Beine, zwei Augen, eine Nase, zwei Ohren. Ja, Nature. Okay, war nicht so gut der Witz, oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, ich bin ganz schön kaputt. Ich brauche jetzt gerade Sauerstoff. Viel Stoff, viel Eindrücke. Aber richtig gut. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ich wünsche euch Gottes Segen bis dahin. Schreibt in die Kommentare rein, wenn irgendwelche Fragen noch sind oder irgendwelche Sachen, wenn ihr Hinweise haben möchtet. Ich werde vielleicht morgen zwischendrin immer mal Zeit haben, reinzuschauen. Aber ich möchte mich natürlich konzentrieren auf hier. Was ist hier eigentlich? Was wird hier gemacht? Der Fokus ist hier bei den Geschwistern und nicht im Netz. Aber ihr könnt mir natürlich gerne schreiben. Wer die WhatsApp-Nummer hat, ich schicke sie nochmal. Das ist die 0159 070 484 80. Genau, so lautet die Handynummer. Dann könnt ihr mir gerne schreiben und ich kann dann mal reinschauen. Bis dahin wünsche ich euch erstmal Gottes Segen. Falls ihr morgen Zeit habt, dann ja, Fasten und Gebet wäre erwünscht. Wir werden morgen aktiv fürs Reich Gottes draußen auf der Straße arbeiten. Ich werde wahrscheinlich keine Videos machen, denn da wird es auch sehr viel persönliche Dinge geben, denke ich. Vielleicht danach Berichterstattung. Aber was wir dringend brauchen, ist Gebet. Wir werden in Bereichen arbeiten, wo der Satan seine Macht hat. Klar, auf der Straße. Wir werden versuchen, für Gottes Reich zu arbeiten und den Glauben zu stärken, unseren Glauben und den Glauben oder die frohe Botschaft weiterzugeben an die Menschen hier in Berlin. Betet bitte für uns, haltet uns, denkt im Gebet an uns. Und falls ihr eben die Motivation habt oder falls ihr fasten möchtet, dann unterstützt uns durch Fasten. Wer nicht weiß, wie das geht, Fasten auf dem Kanal Generation Christ. Hier, diesen Donnerstag wurde über das Thema Fasten gesprochen, nur zur Information. Ja, und alles andere wird es, denke ich, dann später geben. Vielleicht mache ich zwischendurch mal am Montag noch ein Video, denn der Zeitplan ist ziemlich voll bis Montagabend. Und vielleicht mache ich noch mal ein kurzes Video. Bis dahin erstmal schöne Grüße aus Berlin. Euer Forrest. Gott segne euch, behüte und beschütze euch. Macht's gut. Tschüss.